Willkommen Österreich, heute mit zwei neuen Moderatoren, nicht Grissemann und Stiermann. Nein, sondern Manuel Rubey und an seiner Seite Thomas Stipsitz, wer auch immer das ist. Ahoi! Meine Damen und Herren, nichts fällt vom Leben so sehr ab wie der Kampf um die Existenz. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie das Leben mit Dirk Stermann und Christoph Grissemann. Herzlich willkommen, 258. Ausgabe von Willkommen Österreich. Ich darf Sie schon mal bitten, sich die Schuppen vom Sakko zu klopfen. Hoher Besuch heute, oder? Mhm. Vorher Gags, Gags, Gags und dann zwei aufregende Frauen. Zu uns kommt die fantastische Musikerin, Autorin und Moderatorin Pfeiffer. Mit ganz zum Schluss einer fantastischen Performance. Und dann als erster Gast eine Frau, auf die wir uns sehr, sehr freuen, die Top-Journalistin und ZIP-1-Lady Nadja Bernhardt ist hier. Toll, oder? Und an unserer Seite eine Band, die mit uns zusammen mitgefiebert hat bei dem fantastischen Fußballspiel gerade. Ruskaya! Ja. Ein tolles Spiel. Für einen Fußballabend, oder? Cool. Hochinteressantes Spiel. Die einen sagen, es war langweilig, die anderen sagen, nein, es war hochinteressant. Ein faires Ergebnis. Ich kann sich sagen, die einen sagen so, die anderen sagen ja, so. Absolut. Ja, absolut. Ich selber bin auch immer blond übrigens, meine Damen und Herren, weil ich beim Liveball war. Ich bin dort gegangen als ständig geiles Sonnenblümchen. Ständig bereit, bestäubt zu werden oder zu bestäuben, je nachdem. Wurde aber leider den ganzen Abend nicht gepflückt. Ich wurde eher, wenn man im Bild bleiben will, geschnitten. Gut, trotzdem war es ein toller Ball für mich. Der Liveball ist ja der einzige Ball in Österreich, wo die Frage nicht ist, was ziehe ich an, sondern wann ziehe ich es aus? Garten der Lüste war das tolle Motto und das Rathaus sah fantastisch aus. Überall große Dekorationen. Die Flora lachte einem von überall entgegen. Und zu vorgerückter Stunde hat Bürgermeister Holpe nicht mehr gewusst, ist es jetzt eine Pflanzendekoration oder ist es ein Ballbesucher? Na komm jetzt bitte. Naja, ich meine, die waren ja alle so toll verkleidet, oder? Gautier, Vivienne Westwood, nur der Fetzen von Michi Heupel, der kam vom Weingut Kobenzl. Ach komm, aber das ist echt ungerecht. Warum? Ich hab's gesehen im Fernsehen, Michi Heupel hat extrem gute Figur, der Einzige, der nicht verkleidet war. Das ist souverän, oder? Hier geht's um Liveball in der Kleiderbauerpanier, ist mir doch scheißegal, oder? Sicher, es war der gleiche Anzug, den er schon seit 10 Tagen im Büro getragen hat, oder? Er war echt super, oder? Wie er da gestanden ist, irgendwie so, der Mann ohne Hals. Ne? Das war mehr Garten der Wülste als Garten der Lüste im Moment. Geil, ja. War sehr gut, oder? Er hat wirklich sehr, sehr souverän und lässig. Er ist auch nicht vorstellbar. Und wir müssen mit Federbohren, oder? Was? Das ist nicht der Michi Heupel. Du meinst das eher... Ja, das geht nicht. Das will man auch nicht sehen. Das will man doch nicht sehen, dass Michi Heupel als Schneeglöckchen verkleidet Nein. ist. Oder mit Federbohrer im Arsch. Das passt nicht zu ihm. Und die Worte waren fantastisch von ihm. Er hat sofort Dankesworte an Conchita Wurst gerichtet. Er hat sie aber falsch ausgesprochen. Hast du gehört? Ja, ja. Ich sage mir der Conchita Wurst danken. Conchita Wurst. Was hat sie für ein Lied gesungen? Das Repertoire ist überschaubar für einen Weltstar, ne? Aber der Hype ist Gott sei Dank immer noch vorhanden, auch vollkommen zu Recht. Und Conchita wurde wirklich geadelt, du hast es mitbekommen. Sie ist jetzt Teil der Entenhausen-Familie geworden. Haben Sie es mitbekommen? Sie wird als Figur auftauchen in den lustigen Taschenbüchern als Conchita Duck. Ja. Ja, so wird das dann aussehen. Wirklich wahr? Nach Werner Faymann die zweite Ente, die am internationalen Parkett Furore macht. Viele wissen nicht, dass schon früher einige Österreicher tatsächlich in den lustigen Taschenbüchern vorgekommen sind. In den 80er Jahren Lotte Tobisch und vor wenigen Monaten Larissa Marold.
Das finde ich das Beste, die Larissa. Aber das ist schon interessant, oder? Die erkennt jetzt jeder. Larissa Marold erkennt jeder in Österreich. Ne? Aber es gab jetzt eine Umfrage, die besorgniserregend war. Viele Österreicher erkennen ihre eigenen Politiker nicht mehr. 97% der Befragten zum Beispiel haben beim Anblick von Werner Faymanns Foto gesagt, den kenne ich, ist das nicht der aus den Maschek-Videos? Das ist doch total spooky. Also, meine Damen und Herren, Werner Faymann ist Bundeskanzler in Österreich. Sein bester Freund ist Josef Ostermayer. Der ist Minister für Kunst und Kultur, außerdem auch noch für die Verfassung. Und er ist für die Koordination innerhalb der Regierung zuständig. Und als solcher ist er durchaus selbstkritisch. Ich mache jetzt seit mehr als 5 Jahren die Koordinierung. Und trotzdem ist es gelungen, sehr, sehr viele Dinge durchzusetzen. Und ich bin auch da optimistisch. Er ist optimistisch, der liebe Josef Ostermayer. Und das soll, dass es trotzdem geht, oder? Keine Witze über Ostermayer. Ja. Ja. Er ist für mich das Herzstück der SPÖ dieser Tage, der Think Tank in Wahrheit. Er ist optimistisch, das völlig zu Recht. Optimistisch auch Eugen Freund. Er liegt mir wirklich sehr am Herzen. Ich weiß aber nicht, ob der Schritt in die Politik ein richtiger war. Er wirkt teilweise ein bisschen verwirrt, oder? Der liebe Eugen Freund. Sehen Sie Eugen Freund jetzt direkt nach der EU-Wahl? Er lebt offensichtlich immer noch in dem Glauben, dass er einerseits Spitzenkandidat der SPÖ für Europa sein kann und aber gleichzeitig die Zeit im Bild moderieren kann. Die Leute, die mich gekannt haben, bei denen ich aufgewachsen bin, die mich seit Jahren begleitet haben, und die wissen, wie ich wirklich bin. Und denen danke ich auch für dieses großartige Ergebnis. Ich muss jetzt leider gehen. Zeit im Bild wartet. Alles Gute und vielen Dank. Das glaubt ihr. Ja, liebe Eugen. Na gut, okay. Ich meine, der Mann ist auch ein bisschen enttäuscht natürlich gewesen. Der eigentliche Gewinner der EU-Wahl war ja Ottmar Charisma Karas. Der Ottmar Karas. Und Ottmar Karas, hat man das Gefühl, er ist jetzt irgendwie, ja, er hat irgendwie Blut geleckt. Ja. Er hat jetzt auch gesagt, er kann sich vorstellen, dass er der nächste österreichische Bundespräsident wird. Ottmar Karas. Das, was woanders schon als Leberkäse gilt, geht in der ÖVP noch immer als Zugpferd durch. Oh, ist verrückt, das ist oder? Auch ein harter Vergleich. Ja? Das könnte deinen Rauswurf bedeuten. Aber apropos, wenn wir schon mal im Tierreich sind, was ist los mit den Tieren in Österreich? Im Zoo in Schönbrunn gab es diesen Eisbären, der völlig unmotiviert einfach einen Pfau gefressen hat. Ja, aber ohne Vorankündigung, einfach hingehen, auffressen. Umgekehrter wäre es komischer gewesen. Ja, aber ist doch irre, der Pfau hätte wenigstens gefragt vielleicht vorher. Und in Kärnten ein Wolf. Ein Wolf geht einfach zu irgendwelchen Schafen hin und reißt die. Ich meine, spinnen die Tiere? Wissen die nicht, was das für Konsequenzen haben kann? Die wollen natürlich, dass ein großer Verlust für die Tierwelt Kärntens ist. Aber wenn ein Tier einen solchen Fehler begeht, muss es halt auch mit den Konsequenzen rechnen. Ja. Mensch, Tiere. Echt, ich bin auf eurer Seite, aber das ist echt wirklich. Ja. Ich muss das nochmal mit allem Nachdruck für die Wölfe, die uns zuschauen, wiederholen. Liebe Wölfe, wenn ihr vorhabt, eine Straftat zu begehen, dann denkt doch bitte vorher an die Konsequenzen. Wir dürfen an dieser Stelle nicht Peter Rapp vergessen. Ja. Oder? Peter Rapp, wirklich. Peter Rapp muss vorkommen. Gott sei Dank ist mir das noch eingefallen, weil Peter Rapp ist ja sozusagen Dauergast in der Sendung. Er wirkt ja immer so, als würde er wirklich 2 Minuten vor der Sendung aus der Branntweinstube gerissen werden, um die Sendung zu moderieren. Überhaupt keine Vorbereitung mehr. Dann gibt es auch immer Buzzer-Problematik bei der Brieflos-Show. Sie wissen es, ne? Wenn so Leute nach dem 3. Schlaganfall auf den Buzzer hauen müssen, bei dem Spiel richtig oder falsch. Und was ich auch gesehen habe, er hat sich wirklich in der letzten Ausgabe der Brieflos-Show ja, sehr, sehr unhöflich verhalten einer lieben Oma gegenüber. Schauen Sie. Richtig. Beide leichten, was mache ich jetzt? Hauen Sie noch mal drauf. Jetzt ist sie Erste. Sie haben richtig zu. Wie oft waren Sie schon Leichter? Richtig. Wie oft waren Sie schon beim Liveball? Ich meine, sie hat gesagt, richtig. Das heißt, sie war offensichtlich beim Liveball. Ja. Als was hat sie sich verkleidet? Als Rosine. Übrigens heute noch in der Sendung der liebe Bruder René, ja. Ne, unser Franziskanermönch aus Telfs. Er sagt uns selbst, was auf sie zukommt. Der Star-Moderator Hermes, der Mann in Weiß, war heute bei uns hier in Telfs. Ich habe ihn durch das Haus geführt und er hat mich interviewt für ein Special in Willkommen Österreich.
Ja, Bruder René, also mit einem hervorragenden Beitrag. Hermes hat ihn besucht in Telfs, freuen sich darauf. Und lieber Stermann, hast du den Hülsenaufsangfaktor? Der Hülsenaufsangfakt? Ich habe dir doch den Hülsenaufsangfakt gegeben. Na, du hast ihn mir gegeben, aber ich glaube, dass wir den Hülsenaufsangfakt nicht zurückgenommen haben. Ich habe den Hülsenaufsangfakt dir gegeben. Na, schau mal bei dir drüben, ob der Hülsenaufsangfakt bei dir ist. Ich habe ihn nicht. Die noch funktionstüchtige Waffe inklusive Schalldämpfer und Hülsenaufsangfakt wurde in Lassingbach von einem Anrainer entdeckt. Der Hülsenaufsangfakt. Weißt du, was ich vermute? Ich glaube, ich habe den Hülsenaufsangfakt Lala, Leli, Lila, Lulu und Bub Obama zum Spielen gegeben. Vor genau einem Monat sind die vier Mädchen Lala, Leli, Lila und Lulu sowie der Tiger Bub Obama auf die Welt gekommen. Wir gebieren solche Namen. Lulu, Leli, Lila, Lulu, Bub, Obama. Wer vergibt solche Namen? Das muss ein Sprachgenie sein. So ein Sprachgenie, so wie Ivica Vastic. Keinen Schütze, dass er bis jetzt ein bisschen schuldig geblieben ist. Aber jetzt hat er im letzten Moment geblüht. Und von Alois Keller haben wir noch nicht gewusst, dass er so ein linke Fetzen hat. Und hat er heute das bewiesen. Den linken Fetzen? Das ist das Einzige, was ich verstanden habe. Ja, linker Fetzen. Ja. Wen meint er mit linker Fetzen? Michi Häupl, oder was? So, da, da. Zeit für unsere Gäste, lieber Stürmer. Ja. Nadja Bernhardt und Pfeiffer heute unsere Gäste. Und Apotheker Edlinger hat versucht zu erfahren, was die beiden vielleicht miteinander zu tun haben können. Wenn Pfeiffer die erste Bischöfin unter Päpstin Conchita Wurst wird, soll's mir recht sein. Pfeiffer kann 5 gerade machen, man nennt es Rhythmus. Und sie kann als sehr ausgeschlafene Radiomoderatorin in ihrem Musikfeinkostladen Ponyhof auf FM4 so charmant das gute Leben predigen, dass es sich null nach Predigt anhört. Außerdem macht sie verschmitzten, soligen und irgendwie lebensweisen Oldschool-Hip-Hop. Ohne Shampoos-Schmäh und aufgebrezeltes Gangster-Bitch habe, aber dafür mit jeder Menge Gefühl für den Groove in den Beinen und neuerdings das Klavier im Ohr. Früher mal hat Pfeiffer auch gerappt ohne Musik. Die jungen Leute nennen solche Deklamationskunst Slam Poetry. Und nein, das hat nichts mit Schlammcatchen zu tun. Und ja, auch dabei ist die immer stylische Sneaker Queen fit wie ein Turnschuh oder zwei. Daneben ist Pfeiffer auch Moderatorin für Restbestände in der Sondermülldeponie Kulturfernsehen. Vom Nachrichtenfernsehen kennt man Nadja Bernhardt, die es bisher gut geschafft hat, die üblichen Giftspritzer-Postings zu ignorieren. Neid steht bei ihr gut im Futter. Sie hat schon außerhalb von Schnitzelland gelebt, zum Beispiel in Kanada, den USA und Italien. Dann war sie frecherweise noch Korrespondentin und jetzt moderiert sie souverän die ZIP. Und all das findet der gemeine Poster natürlich vor allem gemein. Ja, seit 1,5 Jahren moderiert sie sehr zur Begeisterung des Publikums die Zeit im Bild. Jetzt an der Seite von Rainer Haas, sie war früher an der Seite von Eugen Freund. Sie ist unglaublich souverän, oder? Wir haben echt in der Redaktion gekramt. Gibt es irgendwelche Hoppalas von ihr? Nichts. Top-Profi. Meine Damen und Herren, hier ist die, und man muss hingerissen sein, fantastische Nadja Bernhardt. Nee. Nadja Bernhardt! Wow! Nadja Bernhardt! Nadja Bernhardt und Simi! Das ist die Simi, der erste Gast, der mit Tier hier erscheint. Das ist ein englischsprachiger Hund. Yes. Eine Hündin. Ja. Why? Why? Was why? Aus Amerika kommt. Können wir auf Deutsch reden und übersetzt es ja später, oder? Weißt du, sie versteht Leckerli. Sie Leckerli? Leckerli? Haben wir ein Leckerli vielleicht für Sie? Ja, Weißwein. du bist so eine große Hundefreundin, ne? Kriege ich noch ein Leckerli? Ja, Entschuldigung, Leckerli? Was willst du denn, darf ich dir was zu trinken? Weißwein, anbieten? Bitte. Ja, pur, wie ich dich kenne. Oder gespritzt. Woher kennen wir uns? Ja, du kannst dich nicht mehr dran erinnern. Reicht es? Ja, es reicht. Als Information oder als Wein? Als Wein. Aha, okay. Ja. Ist es so, dass du den Hund manchmal auch bei der ZIP-Moderation dabei hast? Nein, das geht überhaupt nicht. Also das Hundeverbot im ORF-Zentrum. Du hast ihn heute mit, weil du keinen Hundesitter hast. Heute. Na, es ist eure Idee, darf ich gleich sagen, wenn ich böse Postings bekomme oder böse E-Mails, ja, von den Tierschützern,
Es war eure Idee und sie ist echt, glaube ich, cool. Das ist okay. Na, es war deine Idee, sie mitzubringen, weil du keinen Hundesitter hast. Und wir haben dann gesagt, wir können den Hund entweder draußen anbinden, aber du weißt, das ist das alte Schlachthofgelände hier. Oder du nimmst sie mit rein. Und da habe ich gefunden, dass es aus Tiersicht besser ist. Ja, aber was könnten Tierschützer dagegen haben? Dass die Situation zu aufregend ist? Ja. Das würde ja für uns auch gelten jetzt. Lass ihn doch frei. Dann kann er selber entscheiden, ob er bleibt oder... Oder geht oder irgendein ORFler hier im Publikum beißt. Liebe Nadja, Prost. Prost. Also ist mein Hund jetzt berühmt oder wie schaut das aus? Ja, kann sein, dass er berühmt wird. Obwohl er passt eigentlich gar nicht zu dir, weil er doch sehr durchschnittlich aussieht. Er schaut doch nicht durch. Oh. Oder beleidigt ihn das jetzt? Oh, komm her. Beleidigt ihn das? Naja, aber er ist jetzt kein schöner Hund im Klasse. Ich meine, sehr lieb. Sehr lieb. Naja. Wirklich. Also, liebe Tierschützer, wenn Sie Christmanns Adresse wollen, ich gebe sie gerne weiter. So ein schöner Hund, der hat wunderschöne Augen. Sie versteht es doch gar nicht. Ja, wunderschön, ja klar. Oh no, you are beautiful. Ja. Und wo hast du ihn her? Aus Washington? Oder? Aus South Carolina. Jetzt bist du in Rediff. Ich will ganz kurz sagen, weil ich gefragt habe, ob mein Hund jetzt berühmt ist. Weil das ist ja, wenn man bei euch eingeladen wird, wie fast so ein Ritterschlag. Also man fühlt sich dann richtig... Man ist dann plötzlich cool, hat irrsinnig viele Freunde, die jetzt auch im Publikum aber sitzen. Aber du hast in Sachen Coolness ja nichts mehr nachzuholen, oder? Und eine Freundin, die eh da sitzt, die Babsi, die hat gesagt, in der Zeit, wie gesagt, ich bin jetzt eingeladen bei Willkommen Österreich, die gesagt, in der Zeit wird's, weil die können die nicht immer nur veräppeln bei Maschek, die müssen dich auch schon einladen. Nein, du wirst doch nie veräppeln. Das fällt mir nichts ein. Schau. Liebe Nadja, wir sind beide große Fans und ich finde... Gerade ich als Blondine muss zu dir halten. Ich bin leicht irritiert. Wie ist es bei dir? Also jetzt habe ich die Haare gefärbt wegen einer Filmrolle, wie wir so sagen. Ja, die habe ich noch nicht. Aber ist das bei dir auch so, wenn du deine Haare umstylst, dass sofort 10.000 Mails kommen und sagen, wieso, neue Frisur, warum? Na, ich bleib bei Blond. Aber sie hat doch immer die gleiche Frisur. Ja, aber ist das bei dir nicht so, dass die Leute auf das, was du anhast, auf Gewand irgendwie Bezug nehmen dann in Postings in Wilden? Na schon. Also jetzt habe ich unlängst ein kariertes Kleid angehabt. Das war auf Twitter ein großes Thema. Kriegst du böse Mails teilweise? Na schon. Also es war das... Nein, mittlerweile haben sich die Leute ja beruhigt. Also es war am Anfang wirklich schwer. Ich glaube, es war auch für mich so schwer, weil du bist so reingekippt. Ich meine, ihr werdet euch auch erinnern, wie das war, wie ihr dann plötzlich einen gewissen Öffentlichkeitsstatus gehabt habt. Also ich kann mich erinnern, mein erstes Posting, das Böse, auf der Standard. Da bin ich eben als ZIB1-Lady... bekannt gegeben worden, da hat einer geschrieben... Was stand da genau? Die Bernhard mit ihrem Holzfäller-Schädel soll sich endlich die Augenbrauen zupfen. Das ist ja unglaublich. Unglaublich. Und du denkst, aha, die Augenbrauen, keine Ahnung. Und, ja. Echt? Ja. Der ist echt hart. Aber warum schreibt Ursula Stenzel sowas? Warum schreibt ihr sowas? An den anonymen Poster. Ja, aber mittlerweile ist es schon so, dass, glaube ich, dass 80% lieben dich und 20% verachten dich vielleicht. Das ist eine gute Quote im ORF. Ja, das ist ja gut, oder? Ja, bei uns ist es genau umgekehrt, würde ich sagen. Ja. Ja, na, es ist schon so. Und man muss es ja auch irgendwie genießen, weil du hast irgendwie so mit diesem Sharon Stone-Blick diese unglaubliche Seriosität und das gleichzeitige gute Aussehen. Das hat irgendwie was Beeindruckendes, muss man wirklich sagen. Und das Schönste war bei der Verabschiedung von Eugen Freund, wie man zum ersten Mal Nadja Bernhardt auch nah am Wasser gebaut erlebt hat. Ja. Da sind dir ja wirklich die Tränen runtergeflossen. Aber wir haben den Ausschnitt hier und ich habe das Gefühl, dass der liebe Eugen damals auch schon ein bisschen verwirrt war, weil es wirkte so, als würde er sich denken, es war dein Abschied. Aber schauen wir uns das an. Das war die letzte Zeit im Bild in diesem Jahr und die letzte mit Eugen Freund, einem großartigen Kollegen, einem der wichtigsten und bekanntesten Reporter des ORF und einem Experten nicht nur für Amerika. Und in den letzten Jahren ein allabendlicher Gast in den Wohnzimmern Österreichs als Moderator der Zeit im Bild. Entschuldigung. Das war eine tolle Zeit. Mein ganz besonderer Dank gilt natürlich Nadja neben mir. Und dann gibt es leider noch eingewickelt in Papier. Und ihr und natürlich ihrem Kollegen Rainer Hasiwan wünsche ich das Allerbeste. Und natürlich auch Ihnen, meine Damen und Herren. Wunderbarer Moment. Wir einen kleinen Blumenstrauß gegen einen großen Blumenstrauß. Wunderbarer Moment, oder? Voller, du warst wirklich sehr gerührt, oder? Er ist extra die Tankstelle noch gefahren für mich. Wirklich? Er ist ja ein bezaubernder Mann, wirklich. Das muss man wirklich sagen. Ein guter Freund. Ja, absolut. Glaub ich sofort. Wirklich, wir haben ja das geprobt, weil das war natürlich ein... Das war geprobt? Nein, wir haben es den ganzen Nachmittag schon geprobt, weil Kameraeinstellung so. Und ich habe die ganze Zeit schon weinen müssen, weil irgendwie, ich weiß nicht, das war
so ein Beerdigungsfeeling. Keine Ahnung, ist es. Ja. Wir haben noch einen schönen Ausschnitt da. Da bist du zwar allein zu sehen, aber ich glaube, Eugen Freund war im Studio, weil der Schatten seines besten Stücks bildet sich auf deinem Dekolleté ab. Ja, mehrere Regierungen, darunter auch die USA, haben die algerische Regierung gebeten, nichts mehr zu unternehmen. Doch diese Appelle bleiben ungehört. Und ich bleib seriös. Ja, bleib seriös. Das ist ja deine Kunst. Du, Herr Bayern. Er war ja vor dir Korrespondent in Washington und er hat uns mal die Geschichte erzählt, oder mir mal die Geschichte erzählt, dass sie so wenig Geld immer hatten, dass sie mit Teams vom Weißen Haus standen, aber niemand dabei hatten, der den Auffäller halten konnte, den man immer braucht, wenn man so Aufsager macht. Ja. Und es waren aber immer österreichische Touristen. Auffäller muss man erklären, das sind keine Tabletten, sondern das ist so. Ja, es sind große tablettenförmige Dinger. Es waren bessere Zeiten damals noch, in den 70ern und 80ern, weil jetzt, wie ich in Washington stand bin und Aufsager gemacht habe, habe ich gehört, also ich stehe konzentriert und dann geht irgendwie so eine Traube vorbei und sagt, Herrst, der Orf ist auch überall. Das war mein Wirklich? Erfahrung. Ja. Und wieso ist das so, dass hier ganz oft so in Orkanen steht? Man hat das Gefühl, ORF-Korrespondenten stehen ganz oft im Wind, im Verkehr, werden überfahren, stehen zwischen Demonstranten, die sie ohrfeigen. Ja, was kommt jetzt? Nein, wir haben kein Bild. Okay. Nein, wir haben aber ein schönes Bild von dir, wo du dich vor einer Sendung, es war eine Matinee am Sonntag Ausgabe, eine Live-Sendung und vor der Live-Sendung wurde schon mitgedreht. Da sehen wir kurz, wie du dich vorbereitest vor einer Live-Sendung. Bitte schön. Das ist gut. Ah. Was mache ich? Das ist echt ein bisschen spooky. Hat auch was von Chucky die Mörderpuppe in dem Moment, ne? Aber das sind sozusagen mimische Übungen. Schau ich meinen Freund an, wenn er ganz schlimm war. Wirklich? Ja. Schau, das schreckt sogar sie sich. Oh, ist das lieb. In jungen Jahren Anchorwoman zu werden, ist natürlich relativ... Ist jung, ja. Ja. Ja, schon, oder? Also so... Du könntest den Job ja jetzt noch theoretisch 30 Jahre machen. Nein, das geht sicher nicht mehr. Die Hundin hat dir jetzt das Hemd aufgemacht, ich sag's nur. Nein, um Gottes Willen. Was, immer. Nein. Nicht, dass ich hingeschaut hätte, aber das ist mir aufgefallen, als Bewegung. Ein Nipplegate im Whip. Jetzt auch bei uns, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ja. Nein, sie kann es nicht lassen. Du, wie war das? Du warst ja in Rom auch. Lass mich doch mal zu Ende fragen. Ja. Das heißt, der Karriereweg ist noch nicht zu Ende mit der Moderation von Zeit im Bilde 1. Was hast du noch vor in deinem ereignisreichen Leben? Keine Ahnung. Also ich meine natürlich, ich glaube, der Moderatoren, also News-Moderatorenweg ist der Zenit erreicht. Da gibt es nichts Besseres. Naja, ZIP2 ist natürlich schon, ZIP2 ist die große Herausforderung. Wer muss dann in die Politik gehen, damit du die ZIP2 moderieren kannst? Schon wieder eine Fangfrage. Nein, wieso glaubst du denn, dass ich Fangfragen stelle? Lass sie doch einfach mal ausreden. Ich bin auf deiner Seite. Bin jetzt irgendwie, warte, pass auf. Ah, jetzt habe ich Lippenstift auch noch. Ja. Wieso Lippenstift? Trägt der Hund Lippenstift? Wieso ist der... Weißt du warum? Also, weil du den Hund geküsst hast. Und jetzt hat der Hund wirklich. Deswegen hat er jetzt Lippenstift natürlich. Wieso? Geht's? Zeit im 2 wäre sozusagen die größere Herausforderung. Gibt es da wirklich diese Hierarchie? Der Zeit im Bild 2 Moderator ist sozusagen. Nee, ich sag nicht Hierarchie. Nein, Tipp 1 hast du natürlich die meisten Zuseher und das ist noch die. Wo du am meisten Zuseher hast. Und hast du was getrunken? ZIP1 hat die meisten Zuseher. Diplomatisch zu sein. Nein, aber ZIP2 ist halt, diese Interviews sind wirklich die Königsklasse, glaube ich. Also wenn du diese zugecoachten... Zugecoachten? Nein, diese zugecoachten HC-Straches um mich rum. Zugecoachten! Ja. Ich dachte gerade, so klang's. Ich habe mich verhört, falsch gehört. Entschuldigung. Entschuldige. Wenn du diese gut vorbereiteten Interviewpartner hast, perfekt, die halt auf Fragen ungern eingehen und die trotzdem knackst, wie meine Kollegen es schaffen, ist das wirklich große Kunst. Gut, da ist halt Armin Wolf wirklich unerreicht auch, muss man sagen. Ne? Ja, auch Lou Lorenz. Also die auch Lou Lorenz Dittelbacher, wir dürfen den zweiten Nachnamen nicht verschweigen. Hättest du das gerne geführt, dieses berühmte Interview zwischen Armin Wolf und Frank Stronach? Hättest du das gerne gemacht, dieses Interview? Dieses 10 Minuten lang
Sie lassen mich nicht ausreden. Na, da musst du halt wirklich Routine haben. Also das, und du musst auch spüren, wann du draufbleiben musst oder vielleicht irgendwie eine andere Frage, um ihn zu knacken. Das ist eine hohe Psychologie. Und ja, würde ich nicht können. Du warst ja ziemlich lange in Rom. Und ich stelle mir vor, ich meine, so wie du ausschaust, wenn man dann in Rom Korrespondentin ist, wie lange warst du da? 2 Jahre, 4 Jahre? Ich war insgesamt fast 10 Jahre in Rom. Also lange Zeit. Das heißt, du bist etwa 15 Milliarden Mal angebaggert worden von Typen auf Vespa, oder? Na, wie war das? War das eine arge Zeit für dich? Hast du dort studiert, oder? Ich habe zuerst studiert. Und dann habe ich angefangen als Producerin im Korrespondentenbüro in Rom. Und war dann kurz im Landesstudio Steiermark, weil ich eben unbedingt Journalistin werden wollte. Und sie gesagt haben, weil du Steirerin bist irgendwie auch. Du bist ja dort aufgewachsen. Ja, ja. Ne? Und dann bin ich zurück als Freiberuflerin, also als freie Journalistin und habe dann das Glück gehabt, dass sie mir diesen Job gegeben haben. Das war wirklich guter, also großes Glück und es war cool. Und Fernsehen in Italien, ich meine, ist ja das Sexistischste, was es überhaupt gibt. Ja, man, da bist du zu deutsch. Ja. Ach so, das wusste ich nicht. Nein, natürlich ist es schlimm, ja. Nein, und versuche ich lustig zu sein. Na, das ist natürlich ganz schlimm und das ist einfach, ist mit moralischen Grundsätzen, die wir haben, überhaupt nicht zu verstehen. Also das sind wirklich alte Männer mit halbnackten Frauen. Ich meine, ich brauche es euch eh nicht sagen, aber man wundert sich. Was heißt das denn hier? Aber sie hat auf dich gezeigt. Na, euch hat sie gesagt. Sie hat auf dich gezeigt. Aber sie hat euch gesagt. Findest du, Nadja, das war jetzt für uns sehr enttäuschend. Du hast uns gerade mit Silvio Berlusconi verglichen. Ne, der macht ja kein Fernsehen. Also er ist ja nicht im Studio. Mhm. Ich habe dich jetzt mit Emilio Fede oder so verglichen. Wer ist Emilio Fede? Ja, irgendein alter. Naja. Ich bin blond, ich sehe aus wie 20. Ja, die wollen auch. Ja, die tun sich halt Haare implantieren. Ich fall irgendwie in mich zusammen, weil es ein so schöner Besuch von der lieben Nadja war. Und der ist jetzt aufgrund des Zeitdrucks fast... Nein, warum? Liebe Nadja. Das ist ja auch ein Problem. Danke, aber Nadja. Bitte bleib noch hier. Ja, dann alle dir. Bitte bleib noch hier. Das sind meine. Das sind bitte. Meine. Bleib noch hier, bitte, liebe Nadja. Nur ich habe festgestellt, dass wir uns in einem sehr engen Zeitkorsett befinden. Jetzt, Stermann, wir müssen spielen. Wir haben es angekündigt und es lohnt sich auch. Erleben wir den lieben Hermes, der zu Besuch war, bei Bruder René. Haben Sie sich schon vorbereitet auf den Weltuntergang? Eins, eins. Ich bin ins Heilige Land gereist und habe den Priester besucht, der mit seinen YouTube-Videos zu Gangnam Style und Porno auch zum Willkommen Österreich-Liebling wurde. Mittlerweile kennt der sympathische Bruder auch die sündigen Seiten der Volksgunst. Es ist schon oft so, wenn jemand in den Medien ist, dann kommt auch bald Eifersucht auf. Das gibt's auch natürlich. Aber ich nehme natürlich auch Kritik gerne an. Und die Kritik war zum Beispiel, ja, das ist als Franziskaner, das ist zum Beispiel, das kann man nicht machen als Franziskaner, was weiß ich, in ein Wasser zu steigen. Baden! Eiskalt ist es hier. Ich bin ein Stück auch ein verrückter Typ. Auch schon als Jugendlicher, wir haben immer wieder Scherze gemacht. Und was waren das für Scherze zum Beispiel? Mai, wir haben zum Beispiel wir haben ein Skelett gebaut. Wir haben am Abend die Leute mit dem Skelett erschreckt. Hopp, 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 hopp. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Das war eigentlich ganz... Ich wollte zu einem Thema predigen und hab zum Thema Armut wollte ich was sagen. Hab dann einfach, das war ganz ein Zufall, hab einen im Internet gesucht und zufällig bin ich da auf Gangnam Style gestoßen. Hopp, 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 Gangnam Style. Gangnam Style. Haben Sie dann geübt in Ihrem Zimmer, wie man... Nein, ich mal, ja, kurz. Aber ich denke mir, das war jetzt auch vom Tanz her nicht der große Kür, sondern es war ja nur ein Hinweis auf diesen Tanz, genau.
Hier in meinem Arbeitszimmer schreibe ich meine Texte, beziehungsweise die Texte entstehen zuerst in der Kapelle meistens. Die schreibe ich in der Kapelle auf einem Zettel, manchmal sogar auf den Knien schreibe ich die Texte. Ich schreibe dazu auch das Konzept, wie ich auftreten möchte, was dazu kommt, Perücke aufsetzen oder so. Und setzen Sie gern Perücken auf? Na, das war nur zum Beispiel diese Frage damals mit dem Conchita-Videos. Prinzipiell habe ich noch nie eine Perücke aufgesetzt. Rise like a phoenix. Ich bekomme von den Leuten immer wieder Rückmeldungen, dass sie sagen, hey, das hast du heute, hat mich angesprochen, das war sehr aktuell und so. Open Gangnam Style. So, meine Damen und Herren. Und wir haben sehr empfindliche Ohren. Da müssen wir ja, absolut. Auch, wir passen auf. Nadja Bernhard bleibt noch hier. Und das ist die neue CD von Pfeiffer. Alles leuchtet, heißt sie. Und es wird jetzt auch bei uns leuchten und heller werden, weil Pfeiffer kommt. Sie ist eine wunderbare Kollegin bei FM4. Sie ist Rapperin, sie ist Soziologin, sie ist Moderatorin. Sie ist eigentlich alles. Und sie ist wunderbar und unglaublich nett. Meine Damen und Herren, Pfeiffer! Pfeiffer, meine Damen und Herren! Pfeiffer! Pfeiffer, Nadja Simi. Liebe Pfeiffer, darf ich dir ein Gläschen Wein einschenken? Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Was steckt eigentlich hinter Pfeiffer? Warum Pfeiffer? Das ist so ein Spitzname von meinen Mädels. Damals, als ich angefangen habe zu rappen, gab es Nina MC mit Bon Voyage. Kennt ihr das noch? Ja. Mhm. Und dann, mein bürgerlicher Name Nina ging dann nicht mehr. Umtaufen war auch schlecht. Deswegen haben wir gesagt Pfeiffer. Und, ja. Aber wenn du dich anders aussprechen würdest und dich FIFA nennen würdest, ja, könntest du jetzt bei der WM total, total erfolgreich werden. Das ist unsere Idee, weil das Album kommt am 20.06., also mitten in der WM. Und vielleicht mache ich noch so einen super genialen Marketing-Coup oder nicht. Aber es gibt keinen Fußball-Hit auf dem neuen Album. Ich glaube, das sind 14 Fußball-Hits. Total clever. Cut Nummer 7 heißt Phoenix. Ja, oder Phoenix in dem Fall, weil es deutsch gesungen ist. Das heißt Phoenix, ja, ist ja auch so... aus der Asche kommender Fußball. Ich bin jetzt tatsächlich... Ich, nur dran arbeiten, ne, ich oute mich jetzt als Fan. Ich höre die ganze Woche schon, ich habe dir das schon im Vorfeld gesagt, ununterbrochen auf meinem Handy zwei Songs von dir. Einer dieser Songs heißt Du kriegst die Katze, aber mir gehört die Stadt. Du hast Angst vor Katzen, richtig? Ich hasse Katzen. Katzenhasserin? Leider 90% meiner Fans verloren. Das ist ja die Sendung für Tierschützer hier heute. Ein Hund wird gequält und eine Frau hasst Katzen. Ja, aber das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ich hätte mir gedacht, du liebst eigentlich alle Tiere. Wirklich? Ja. Wieso das denn? Ja, wie kann siehst man du aus wie eine Tierliebhaberin? Ja. Eigentlich schon. Ja, ich war nett zum Hund, ja, ne? Also ja, du hast nur Katzen? Nö, also sagen wir mal so, ich bin jetzt nicht der größte Tierfan. Ich finde, Tiere sollen existieren. Simi, so schaut's aus. Eh okay. Ja, ich finde Tiere schön. Ich finde es auch albern, so diesen ständigen so Tiere so super finden. Das ist auch Quatsch, finde ich. Naja, also ich finde die ja gut, aber ich finde, die sollen da bleiben, wo sie sind. Aber auch diese CD ist natürlich auch für Tiere. Kann man sein Tier kaufen. Auch für Tiere, die Fußball geil finden. Ja, für Fußballfans unter den Tieren. Du bist eigentlich ausgebildete Buchhändlerin, stimmt das? Nee, das wär schön. Nee, ich bin Verlagskauffrau. Das ist so die unterste Schwelle. Das stimmt doch nicht. Du bist so viel. Ich finde, ich hätte stundenlang weiterlesen können, was du alles gemacht hast. Du bist Soziologin. Ja. Du hast eine wunderbare Diplomarbeit geschrieben. Ja. Und zwar zur ökonomischen Theorie der Liebe in Fernbeziehungen. Ja. Um die Gründe, warum Paare eine Fernbeziehung auf sich nehmen und wie sich Mobilität auf Paarbeziehungen auswirkt. Ja, der Titel war länger als die Arbeit auf jeden Fall. Darf ich da kurz? Nadja? Da würde ich jetzt gerne wissen, unter Sokos oder was ist das Ergebnis? Was war das Ergebnis, ja? Ja, wenn ich das jetzt noch sagen könnte, so einfach. Naja, also sagen wir so, in diesen... Du warst selber Teil der Studie. Ja, ja. Geht es aus oder geht es nicht aus? In diesen Konstellationen, die ich erforscht habe, und es ist definitiv nicht repräsentativ, es war ein Interview, es war quantitativ und, qualitativ sagt man, Entschuldigung, Herr Professor. Und da ging es darum, warum sind die zusammengeblieben, trotz dieser schrecklich anstrengenden Pendelei und allem. Meistens waren es Kinder an erster Stelle und an zweiter Stelle Immobilienbesitz. Ganz romantisch, seitdem bin ich auch nicht mehr romantisch, muss ich sagen. Mhm. Und wir müssen aber dazu sagen, dass wir die Verliebtheitsphase rausgerechnet haben.
Aha. Wie lange dauert die Verliebtheitsphase? Damals waren das ungefähr 7 Monate bis ein Jahr. Wieso damals? Hat sich das geändert? Ich glaube, das ist noch kürzer geworden, ja, ich weiß es ja nicht genau. Ja. Das heißt, würdest du es empfehlen grundsätzlich oder würdest du davon abraten von Fernbeziehung? Ja, hat sie gerade gesagt, ihr abraten. Nein, habe ich überhaupt nicht gesagt. Doch, das war doch irgendwie so die Konklusio, oder? Nö, man kann ja auch wegen Kindern oder wegen einem schönen Haus zusammenbleiben. Ja, aber du hast das schon so irgendwie sehr romantisch mit den Immobilien und den Kindern. Also du hast so die Frage ist, was willst du? Willst du Romantik oder willst du ein Haus? Ein Haus. Ein romantisches Haus. Das kriegst du auch ohne Frau. Mach dir keine Sorgen, das geht auch so. Ja, allein in einem total romantischen Haus leben. Herrlich. Das wird wunderschön. Ja, aber interessante Frage. Fernbeziehung ja oder nein? Man weiß es nicht. Ne? Die einen sagen so, die anderen so. Aber du kannst ja nicht sofort Schluss machen, wenn deine Partnerin sagt, so, ich muss jetzt in Linz arbeiten. Ist Linz schon Fernbeziehung, wenn man von Wien aus spricht? Ja, es waren 150 Kilometer. Das ist ja lächerlich. Das ist schon Fernbeziehung. Was verstehst du denn unter einer Fernbeziehung? Aber nach Linz komme ich in einer Stunde mit dem Auto, mit dem Schnellen. Ja, aber du musst ja auch ab und zu arbeiten und kannst nicht die ganze Zeit hin und her fahren. Du wirst ja, aber ja wirklich schlimm wird es doch irgendwie, was weiß ich, München, Australien oder so. Wo dann auch irgendwie. Ja, dann ist es keine Beziehung mehr. Ja, das ist dann Irrsinn. Eine Fernbeziehung ist wie in Linz. Das kann sehr romantisch sein, wenn man sich über die Zeitverschiebung. Eine SMS schreibt. Wenn ich mich kurz als Beziehungscoach einbringen darf. Also die Zeitverschiebung ist das Problem. Ach so. Ja. Also weil du in Amerika warst und damals hattest du einen Freund in Rom wahrscheinlich. Ja. Und durch die Zeitverschiebung und seinen Machismus. Man trinkt einen Cocktail, während sich der andere gerade die Zähne putzt. Genau. Man ist nie am gleichen Level. Genau. Das kann aber zwischen Linz und Wien das Gleiche sein. Ja, finde ich auch. Ne? Also Ich glaube, das Problem ist tatsächlich so diese Zerrissenheit, oder? Also ich meine, es ist die Zerrissenheit, dass du mehrere Zahnbürsten hast, mehrere Schränke, mich nervt zum Beispiel Turnschuhe, weil ich auch eine Fernbeziehung führe, dass ich zum Beispiel dann Was haben Turnschuhe mit der Fernbeziehung? Ja, mich nervt das dann irgendwie, wenn ich dort dann irgendwie bin, dass ich dann irgendwie Sachen nicht habe, die ich dann in einer anderen Wohnung habe. Ah, du führst mehrere Fernbeziehungen? Ich führe mehrere Fernbeziehungen. Aber irgendwann hast du alles dabei. Ich finde, das groovt sich ein. Ja. Um wieder zu meinem Album zu kommen. Groove. Okay, ja. Das ist so fröhlich, dein Album. Ja. Das, was mir so Spaß macht, ist, und wir sind kurz vor der Sommerpause. Nächste Woche ist unsere letzte Sendung vor der Sommerpause. Und ich finde, dass dieses Album so Spaß macht und deine Musik so fröhlich ist. Du bist so positiv. Warum? How come? So unösterreichisch. So unösterreichisch. Ich habe heute schon viel über Österreich gehört, was mir Sorgen macht. Also ganz ehrlich, erstens geht es mir gut. Punkt. Ich darf das arbeiten, was ich mag und was ich kann und habe eine große Freude daran. Und zweitens, finde ich, bin ich aus der Phase der Pubertät raus, wo man immer nur leidet. Also, Glaubst du, dass Österreicher ständig in der Pubertät bleiben? Nein, ich kenne auch ganz ehrlich, und das ist jetzt natürlich so, ich war geschockt, was ich gehört habe. Ich habe bis jetzt eigentlich nur sehr nette Menschen hier kennengelernt. Und die anderen kommen vielleicht einfach nicht auf meine Konzerte, weil da wird sehr wenig gemeckert, sehr wenig. Du hast mit mehreren Österreichern zusammen, nämlich mit 5 Achterln in Ehren, hast du ein Video gemacht, das ist total, es ist, glaube ich, heute ganz frisch. Also wir sehen es hier zum allerersten Mal. Ich habe es noch nie irgendwo zu sehen. Wir sehen es jetzt, das Video, alles leuchtet. Nicht ohne Grund ist Vermissen große Kunst. Wenn ich Heimweh hab nach uns, reiß ich gegen die Vernunft die Kalenderblätter ab. Genau bis zu dem Tag, an dem du wieder kommst und ich dich wieder bei mir hab. Uns lebt, uns lacht, uns lächelt. Uns funkt, uns bebt, uns lächelt. Weiß ich immer, wenn du weg bist, was du mir bedeutest. Weil wo immer du auch bist, alles lacht und alles leuchtet. Uns lebt, uns lacht, uns lächelt. Uns funkt, uns bebt, uns bedeutet. Du machst die Form. Du machst die Form. Uns lebt, uns lacht, uns lächelt. Uns funkt, uns bebt, uns bedeutet. Du machst die Form. Du machst die Form. Pfeifer! Alles leuchtet. Mit 5 Achtel. Echt cool. In Ehren. Ich meine, das ist, wenn man da genauer zuhört, natürlich vertonte Poesie. Das würde auch ohne Musik als geschriebener Text nur funktionieren. Stimmt es, dass du, du hast schon mehrere Bücher rausgegeben? Eins. Und du planst jetzt einen Kurzgeschichtenband rauszugeben? Gut. Mach ich. Also, ja, stimmt auch nicht. Ich schreibe viel gerade und ich hoffe, dass mal ein Buch draus wird. Vielleicht werden es Kurzgeschichten, vielleicht ein langes, bin mir einfach nicht sicher. Aber jetzt haben wir einfach das 5. Album gemacht und dann geht das alles immer erst in die Schreibtischschublade. Und ich hol's mal raus und irgendwann möchte ich in meinem Leben einen Roman schreiben. Das ist ein Ziel. Ich will einmal einen Roman schreiben. Ich möchte den Roman lesen, den du schreibst. Und das ist sehr schön. Ich habe einen Käufer, das ist sehr schön. Da freue ich mich. Einen hast du in Wien, der ist aber Deutscher leider. Das meine ich sicher auch, also dementsprechend. Du sag mal, was ich mich gefragt habe, ist bei diesem, sagt man Slam-Poetry, ich finde den Begriff irgendwie so bescheuert, aber bei diesen Word-Geschichten, die du machst, da bist du aufgetreten zum Beispiel in Norwegen, im Libanon. Ja. Aber dann sprichst du dort deutsche Texte, oder wie? Und die
hören dann so eine Art Sound zu oder wie läuft das? Naja, meistens wird man eingeladen von Institutionen in Deutschland dorthin zu reisen und da gibt es dann auch sehr viele Deutsche, die kommen, die zufällig auch da sind. Also man ist schon sehr unter sich meistens und dann, glaube ich, geht es gar nicht so um das Performen, sondern um den Austausch zwischen den Künstlern und Künstlerinnen und das funktioniert wirklich. Ich war anfangs sehr skeptisch, aber ich war, wie du erzählt, gerade gesagt hast, im Libanon und da saß ich zusammen mit Libanesen und Libanesinnen und wir haben uns unterhalten auf Englisch. Und wir kommen alle aus dem Hip-Hop-Bereich und man hat gemerkt, wir haben, obwohl wir wirklich sehr weit voneinander entfernt sind, alle dasselbe erlebt, weil den Song kenne ich und da habe ich das und das gemacht und da habe ich Graffiti gelernt und da habe ich Breakdance von mir aus oder da war ich da und da in der Schule und das ist so fantastisch. Und jetzt kommt der Schlager, Musik verbindet. Es ist wunderschön, es ist einfach toll. Aber Musik ist Trumpf, Musik liegt in der Luft, Musik verbindet. Das ist doch ein guter Übergang. Ich darf dich, liebe Pfeiffer, langsam auf die Bühne Pfeiffer, bitten. Pfeiffer, Blumen auch ja, für Blumen dich, für Pfeiffer, natürlich. Natürlich. Ich möchte mich an der Stelle bedanken bei Nadja Bernhardt und Pfeiffer, die heute unsere lieben Gäste waren. Und liebe Pfeiffer, du wirst jetzt noch, ich hab's in der Probe gehört, ein fantastisches Lied performen. Das Beste ist noch nicht vorbei. Freuen sich darauf. In einer Woche die letzte Ausgabe vor der Sommerpause mit Andi und Alex und Hubertus von Hohenlohe. Und jetzt Pfeiffer, das Beste ist noch nicht vorbei. Vielen Dank, machen Sie es gut. Dankeschön. Pfeiffer, bitte. Nicht. Niemand ist perfekt und unperfekt sein geht es nicht, schieb die Wolken weg. Und dann bewegst du dich, soweit dich deine Füße tragen, wenn auch nur zum Nebentisch. Balsam auf die Seele und die Sorgen legen sich. Heute Nacht, wenn du allein bist, sicher nicht mehr neben dich. Zeig mal das Gesicht, das gute Zeiten kennt. Wenn man nicht schnell vergisst, hilft es, wenn man kurz verdrängt. Du bist nicht der Typ, der stillsteht, wenn er flieht. Du bist Superman und der Stillstand Kryptonit. Weg von dem Platz, an dem ich deine Träume platzen sehe. Heute gibt's keine Fehler, höchstens eine Schnapsidee. Und wenn du rennst und denkst, es geht nicht, weiter auf dem Weg, den du gerade wählst, schick ich dir Link. Und Schauer trägt dich, solang dir dein Atem fehlt. Das Beste ist noch nicht vorbei. Das Beste ist noch nicht vorbei. Nimm meine Hand und wir rennen zusammen bei 1, 2, 3. Das Beste ist noch nicht vorbei. Das Beste ist noch nicht vorbei. Nimm meine Hand und wir springen zusammen bei 1, 2, 3. Und wenn du wirklich von mir wissen willst, wie es geht, ich kann's dir nicht sagen. Ich weiß nur, es ist manchmal leichter, schnell zu rennen, als leise schwer zu tragen. Und es ist manchmal leichter, laut zu sein, als leise nichts zu sagen. Also müsste es doch leicht sein, leicht zu sein, anstatt es immer schwer zu haben. Doch das ist Theorie, was ist mit Praxis? Wirf dich zurück ins Leben, erobere eine Galaxis. Kein Weg zu weit, für den Heimweg gibt es Taxis. Wenn eine Chance kommt, hinterher und schnapp sie. Und wenn du bremst und denkst, es geht nicht, weiter auf dem Weg, den du gerade wählst, schick ich dir Wind und schau, er trägt dich, solang dir dein Atem fehlt. Das Beste ist noch nicht vorbei. Das Beste ist noch nicht vorbei. Nimm meine Hand und wir rennen zusammen bei 1, 2, 3. Das Beste ist noch nicht vorbei. Das Beste ist noch nicht vorbei. Nimm meine Hand und wir springen zusammen bei 1, 2, 3. Und wenn du rennst und denkst, es geht nicht, weiter auf dem Weg, den du gerade wählst, schick ich dir Wind und schau, er trägt dich, solang dir dein Atem fehlt. Und wenn du bremst, sag ich, beweg dich, weiter auf dem Weg, den du gerade wählst. Ich schick dir Wind und schau, er trägt dich, solang dir dein Atem fehlt. Das Beste ist noch nicht vorbei. Das Beste ist noch nicht vorbei. Nimm meine Hand und wir rennen zusammen bei 1, 2, 3. Das Beste ist noch nicht vorbei. Das Beste ist noch nicht vorbei. Komm her, nimm meine Hand und wir springen zusammen bei 1, 2, 3.